Alles klar. Herzlich willkommen zur, ich glaube, vierten Vorlesung in fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Yay! Heute machen wir Wiederholung. Das ist großartig, da freut ihr euch bestimmt schon drauf. Und wir machen außerdem Parsing. Parsing braucht man andauernd. Was das ist, dazu später. So. Wir wollen erstmal aber noch ein bisschen Wiederholung machen und uns einmal eine kleine neue Datenstruktur anschauen. Und zwar die Datenstruktur, die wir hier haben. Das ist ein dreidimensionaler Vektor. Wir haben den Datentyp V3 genannt und wir haben ihm irgendeine Typvariable mitgegeben, irgendein A. Das heißt, es kann ein V3 von int sein, ein V3 von string, ein V3 von was auch immer. Und die einzige Bedingung an diesem V3 ist erstmal so, dass er drei Elemente oder drei Bewohner von diesem Typen A mitgegeben bekommt. So, dreidimensionaler Vektor. Kein großes Ding. So, warum machen wir das? In der Informatik basieren alle interessanten Algorithmen auf Vektoren. Ganz häufig. Machine Learning, alles Vektoren. Irgendwelche Bilderkennung, alles Vektoren. Generell haben wir ganz viel. Werdet ihr andauernd brauchen. Vektoren sind wichtig. So, warum dreidimensionaler Vektor? Naja, 3D kriegt man mit einem menschlichen Hirn sich irgendwie noch einigermaßen gut hin vorgestellt. Und die Sachen, wie wir sie anwenden, unterscheiden sich nicht, oder wie wir sie programmieren, unterscheiden sich nicht so nennenswert vom n-dimensionalen Fall. Und deswegen haben wir einfach mal den 3D-Fall genommen. Den kennen alle, bla 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 bla. So, ich schmeiß gleich ein paar Matheworte in den Raum, sowas wie Skalarmultiplikation, Skalarprodukt, Vektoraddition und so weiter. Den meisten von euch sollte das irgendwie ihr täglich Brot sein. Nicht allen, wir haben auch Zweitis unter uns. Das ist ganz okay. Es geht hier hauptsächlich erstmal um die Implementation in Haskell. Und am Ende lernt ihr hier noch was, was ihr in Mathe gebrauchen könnt. Das ist auch nicht schlimm, glaube ich. Okay, also, was wollen wir auf unserem Vektor so definiert haben für Funktionen? Wir wollen eine skalare Multiplikation haben, also eine Multiplikation mit einem Skalar. Ein Skalar in nicht ganz so kompliziert Sprech, eine Zahl. Also, wir haben einen Vektor von meinetwegen drei Elementen in unserem Fall und wir wollen jedes Element davon mit 4 multiplizieren. Das ist eine skalare Multiplikation. Wir wollen, wenn wir zwei Vektoren haben, die komponentenweise addieren können. Also, ne, wir haben Vektor A, B, C und dann haben wir einen Vektor X, Y, Z. Dann wollen wir irgendwie sagen, Vektor plus Vektor ist A plus X, B plus Y und C plus Z. Das wollen wir haben. So, wir wollen außerdem ein Skalarprodukt haben. Das heißt, wir wollen die punktweise, also ne, miteinander kombinieren und dann auf einen Skalar zusammenkürzen. Und fangen wir einfach mal mit der skalaren Multiplikation an. Wenn wir uns jetzt also eine Funktion dafür schreiben, die sieht zum Beispiel so aus mit der Typsignatur. Wir haben irgendeinen Typen Num, also irgendeinen Typen A in der Typklasse Num, also irgendwas Zahlenartiges. Und wir haben einen Wert von diesem Typen und dann haben wir einen Vektor von diesem Typen und wir wollen hinten einen Vektor von diesem Typen raus haben. Passt soweit. Was man sich da klar machen sollte, ist, dass wir im Prinzip nur die Funktion mal diesem Wert auf jede Komponente anwenden. Das heißt, wenn wir den ganzen Vektor mit 4 multiplizieren wollen, wenden wir nur die Funktion mal 4 auf jeden einzelnen Wert in diesem Vektor an. Ne? Hat den Typen. Das heißt, wir können das Ganze etwas allgemeiner fassen, wenn wir sagen, okay, anstatt jetzt uns eine explizite Funktion zu schreiben, die uns eine Multiplikation mit einem Skalar auf unserem Vektor umsetzt, können wir außerdem uns eine Funktion schreiben, die eine Funktion nimmt, die auf den einzelnen Komponenten des Vektors funktioniert und die dann einfach anwendet. Als diese Funktion können wir dann immer noch Multiplikation mit irgendeinem Skalar übergeben. Das ist dasselbe. Okay. Wir können außerdem, also seht ihr die Veränderung? Wir können außerdem sagen, okay, das muss nicht unbedingt derselbe Typ sein. Benjamin sieht schon, wo ich in 15 Folien bin.
Das muss außerdem nicht derselbe Typ sein. Wir können auch sagen, okay, wir haben irgendeinen Vektor, einen Vektor von drei A's und wir geben eine Funktion von A und B, von A nach B rein und dann kriegen wir einen Vektor von drei B's raus. Das ist einfach nur allgemeiner formuliert. Wir können damit immer noch Skalarmultiplikation machen, weil das einfach nur Anwendung derselben Funktion auf jede Komponente ist. Okay, Vektoraddition hätte so einen Typen. Das wäre wieder irgendein A, Typ A in Num, also dass man Zahlenoperationen drauf machen kann. Wir kriegen einen Vektor mit drei A's rein, kriegen noch einen Vektor mit drei A's rein und kriegen einen Vektor mit drei A's hinten raus. Das ist einfach nur die komponentenweise Addition. So, wenn man jetzt aber bedenkt, Plus hat den Typen A nach A nach A. Das heißt, wir können diese Funktion einfach hineinreichen, indem wir einfach sagen, okay, wir nehmen irgendeine Funktion, die zwei A's nimmt und ein A rausgibt und dann reichen wir einfach diese Funktion rein. Und es tut auch wieder genau das, was wir machen wollen. Es nimmt sich also das erste vom ersten Vektor, das erste vom zweiten Vektor und das gibt uns das erste vom dritten Vektor. Zweite vom ersten Vektor, zweite vom zweiten Vektor, zweite vom Ergebnisvektor. Alles nicht kompliziert. Und auch hier können wir die Typen etwas verallgemeinern. Wir können uns sagen, wir nehmen irgendeine Funktion von A nach B nach C und dann nehmen den V3 von A, einen V3 von B und kriegen den V3 von C raus. Das heißt, also das schränkt das nicht ein. Wir können natürlich immer noch diesen Typen hier damit machen, denn wenn wir einfach sagen, B und C sind auch A, das verbietet uns das nicht. Wir geben nur die Möglichkeit, es auch allgemeiner zu formulieren. Okay, das Skalarprodukt ist was anderes als die Skalarmultiplikation. Wir wollen jetzt zwei Vektoren punktweise miteinander kombinieren und das dann auf einen Skalar runterkriegen. Also Skalarmultiplikation, ein Skalar auf den Vektor, hinten kommt ein Vektor raus. Skalarprodukt, zwei Vektoren rein, Skalar raus. Okay, das können wir auch irgendwie mit dem, was wir uns gerade schon geschrieben haben, oder uns zumindest Typsignaturen für hingeschrieben haben, machen. Wir machen erst das Apply, also dieses Ding hier, indem wir sie zusammenfassen. Und dann bräuchten wir sowas Ähnliches wie Compress, das uns den ganzen Vektor noch auf einen Skalar runter komprimiert. So, das können wir auch abstrahieren zu einem Vektor-Fold, der eine Funktion A nach A nach A nimmt und uns einen Vektor 3 nimmt und uns dann ein A rausgibt. Dazu aber später nochmal genauer. Jetzt einmal das, was worauf Benjamin eben schon gegrinst hat. Wir schauen uns einmal Vmap an und implementieren das einmal kurz. Wir nehmen also Vmap, wir kriegen irgendeine Funktion und wir kriegen irgendeinen Vektor 3 mit den Komponenten, nennen wir sie x, y und z. Ja, was wäre das? Wir wollen die Funktion auf alle Elemente anwenden, also wenden wir die Funktion auf Elemente an. Wir nehmen den Vektor 3, f von x, f von y und f von z. Soweit so einfach. Okay, das haben wir schon häufiger gesehen. Nämlich, Benjamin, was ist das? Ah, es ist die Funktor-Typ-Klasse. Funktoren sind nicht immer Monaden. Aber ja, es ist ein Funktor. Das ist, ne, wir kennen diese Typklasse Funktor, haben wir schon häufiger mal gesehen inzwischen in der Vorlesung. Fmap braucht eine Funktion a nach b zu irgendeinem fa und gibt irgendein fb zurück. Und genau das haben wir da oben stehen. Und deswegen schreibt sich die Funktorinstanz für v3 ganz einfach. Das ist nämlich das, was wir da oben schon stehen haben. Fmap ist Vektormap oder vmap. Ist einfach genau das. Okay, so, vapply. Wir nehmen irgendeine Funktion, wir nehmen irgendeine Funktion a nach b nach c zu einem Vektor 3 von a, zu einem Vektor 3 von b und geben einen Vektor 3 von c raus. Okay, wir kriegen also f und zwei Vektoren rein, x, y, z und a, b, c. Naja, wir geben einen Vektor 3 raus mit f von x und a, f von y und b, f von z und c. So einfach. Aber, ja, okay, wir können jetzt noch etwas generischer denken. Was ist denn bei drei Argumenten? Und also Funktionen mit drei Argumenten. Was mit Funktionen mit vier Argumenten oder 18? Was machen wir da? Naja, diese Funktionen sind ja alle gecurried.
kleine Erinnerung, wenn ihr eine Funktion habt, die mehrere Input-Parameter nimmt, ich hatte das in der ersten Vorlesung einmal kurz erwähnt, dann kann man sich die auch jeweils etwas anders betrachten. Nehmt euch Plus. Plus hat den Typen, jetzt für irgendeinen Typ A in Num, hat es den Typen A nach A nach A. So, jetzt kann man sich das vorstellen, und das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch intuitiv machen, dass diese Funktion zwei A's nimmt und ein A zurückgibt. Die andere Herangehensweise ist, die genauso legitim und eigentlich sogar noch ein bisschen legitimer ist, ist die, dass Plus eigentlich eine Funktion ist, die ein A nimmt und eine Funktion zurückgibt, die dann wiederum ein A nimmt und ein A zurückgibt. Das heißt, statt zwei Argumente zu nehmen, nimmt sie in Wirklichkeit, und einen Skalar zurückzugeben, nimmt sie in Wirklichkeit nur ein Argument und gibt eine Funktion zurück, die dann wiederum ein Argument nimmt und ein Skalar zurückgibt. Und genauso können wir das auch mit den Vektoren machen. Die Funktionen sind gecurried. Das heißt, wir müssen immer nur irgendwie eine Funktion haben, die ein Argument mehr verarbeiten kann. Okay, aber kurzes Beispiel. Angenommen, wir wollen vapply auf den Vektor 1, 2, 3 anwenden. Okay. Und das dann hinten mit dem Vektor 4, 5, 6 anwenden. Also applyen. So, dann haben wir den vapply von mal auf 1, 2, 3 ist der Vektor folgender Funktionen. 1 mal, 2 mal und 3 mal. Jetzt stecken keine Werte, also sowas wie ints mehr in dem Vektor, jetzt stecken Funktionen in dem Vektor. Aber das ist kein Problem. Unser Vektor hat ja den Typen A, das heißt irgendeinen Typen. Das heißt, Funktionstypen können wir auch in den Vektor stecken. So, und wenn wir das dann miteinander kombinieren, kriegen wir den Vektor 3 von 1 mal 4, 2 mal 5 und 3 mal 6 und das ist einfach 14, 18. So, wie kriegen wir jetzt dieses V3 von 1 mal 2 mal 3 mal? Mal hat diesen Typen, den kann man aber auch anders schreiben, so wie ich es gerade sagte. Mal ist genauso wie Plus, anstatt A nach A nach A, also zwei Eingaben, eine Ausgabe, kann man sich auch denken, okay, eine Eingabe und eine Funktion als Ausgabe. Und wir können das kurz mal umbenennen. Wir sagen, okay, dieser Funktionstypen, Benjamin sieht es schon wieder, wir können diesen Typen einfach mal B nennen, diesen Funktionstypen A nach A. Und okay, dann könnten wir uns irgendeine, wir brauchen also irgendeine Funktion App, Application oder irgendwas, die eine Funktion nimmt, A nach A nach A, nach einem V3A, nach einem V3 A nach A. So, und ich habe schon den kleinen Hint gegeben, B ist A nach A, dann kann man das so umschreiben. Und dann haben wir einfach nur A nach B, nach V3A, nach V3B und das ist einfach nur FMAP. Das haben wir gerade eben schon geschrieben. So, ja, soweit, okay. FMAP von mal auf V3 1, 2, 3 ist also einmal, zweimal, dreimal. Das heißt, wenn wir die Funktion in unseren Vektor reinheben, kriegen wir hinten einen Funktionstypen raus. Weil Funktion mal angewendet auf einen Int gibt halt eine Funktion zurück, die dann noch ein weiteres Int erwartet und dann ein Int zurückgibt. Und genau das haben wir jetzt. Jetzt haben wir einen Vektor voller Funktionen. Okay, schön. Ist vom Typ V3a nach a. Okay, jetzt haben wir noch einen anderen Vektor von 4, 5, 6, hat auch den Typen va. Und jetzt bräuchten wir dieses apply. Und jetzt ist der nächste Schritt schon offensichtlich. Wir haben also einen Vektor 3 mit drei Funktionen drin. Das heißt, die Funktionen sind jetzt auch in dem Vektor. Dann haben wir einen Vektor mit Startwerten. Und wir wollen einen Vektor mit Ergebniswerten kriegen. Okay, natürlich können wir auch wieder hier die Typen verallgemeinern und sagen, das müssen nicht notwendigerweise dieselben sein. Die können auch allgemeiner sein, wenn ich irgendeine andere sinnvolle Funktion finde. Ich kann damit immer noch das Gleiche machen. Jetzt habe ich nicht gestartet, na egal. Damit kann ich immer noch das Gleiche machen, aber es ist jetzt ein bisschen allgemeiner, das heißt, andere Sachen, die diese Typsignaturen erfordern und nicht diese, kann ich immer noch machen. Okay, schön. Auch das kommt uns schon bekannt vor. Das ist applicative. Ne? Weil jetzt auch die Funktionen in dem Kontext sitzen, über den wir sprechen. Es ist ganz einfach ein applicative.
So, Applicative greift in unserem Fall auf FMAP zurück, um die Funktion in den Kontext zu bekommen und wendet sie dann einfach an. Das heißt, wir können, also haben wir das irgendwo definiert einmal? Genau. Okay, aber wir können das auch anders uns denken. Wir können auch sagen, okay, wir starten mit einem Vektor 3 von nur dem Funktionen mal. Das heißt, wir haben dreimal die Funktion mal und das ist dann ein Vektor 3 vom Typen a nach a nach a. Und jetzt können wir zweimal apply aufrufen, indem wir diesen Vektor einmal auf einen Vektor mit ints anwenden. Dann, also ne, wenn wir jetzt diesen Vektor, den wir hier haben, auf den Vektor abc anwenden, dann kriegen wir mal a mal b mal c. Und wenn wir das dann wieder auf einen zweiten Vektor anwenden, kriegen wir a mal x, b mal y und c mal z. Dafür bräuchten wir aber noch eine Funktion, die uns diese Funktion, die wir einmal haben, in den Kontext hebt. Und auch da können wir wieder einmal sagen, okay, lassen wir uns nicht von dem Funktionstyp täuschen, sagen wir, okay, das ist einfach mal b. Und dann ist das einfach nur pure. Und damit haben wir uns unsere Applicative-Instanz geschrieben, quasi. Wir brauchen für Applicative ein Pure, was uns den A in den Kontext hebt, und einen Apply, was uns eine Funktion in dem Kontext nimmt und einen Wert in dem Kontext und uns ein Ergebnis in dem Kontext gibt. Und das ist einfach schnell geschrieben. Pure von F ist einfach der Vektor 3 von F, F, F und F. Also F, F und F. Das ist nicht schwierig. Und VF, Apply VX, also Funktion im Kontext, applied auf Werte im Kontext, sind, okay, ja, dann sagen wir, okay, wir Pattern-matchen. Wir sagen, die Funktionen sind f, g und h und sagen, die Werte sind x, y und z. Und es ist, jetzt sollte niemanden allzu stark überraschen, wenn ich jetzt hier hinten einen Vektor 3 von fx, g, y und h, z kriege. Okay, jetzt können wir zu unserer Vektoraddition zurückkommen und die wunderschön in diesen Termen schreiben. Und zwar ist das, also Vektoraddition von den Vektoren x und y ist pure plus apply x apply y. Okay, aber warum? Schritt für Schritt. Pure plus nach diesem hier gibt uns einen Vektor, der an den drei Komponenten plus, plus und plus stehen hat. Okay, soweit so gut. Kann sein. Oder eventuell nicht mal. Das habe ich mir nie gemerkt. Das mache ich einfach so, wie es funktioniert. Aber egal. Also Pure Plus gibt uns einen Vektor mit Plus, Plus und Plus. Also okay. Wenn wir den... Also, und dann machen wir Apply. Was? Die Frage war, ob es dann... Ja, es ist ein Vektor mit Funktion, genau. Es ist ein Vektor mit Funktionen, weil wir pure von irgendwas gibt uns einen Vektor von dreimal dem irgendwas. Wenn ich also pure Funktion sage, kriege ich einen Vektor von dreimal der Funktion. Genau, okay. Und jetzt mache ich apply auf diesen Vektor mit dreimal plus und irgendeinen Vektor x und dann, also sagen wir, der hat x, y und z oder ja, x, y und z als Elemente, dann kriege ich x plus, y plus und z plus im Ergebnisvektor von diesem hier. Und das kann ich dann wieder applyen auf irgendeinen Vektor mit abc. Und dann kriege ich raus x plus a, y plus b, z plus c. Okay. Wir können das einfacher schreiben, indem wir sagen, okay, wir fmappen einfach das Plus auf den ersten Vektor drauf. Weil dann machen wir aus dem Vektor x, y und z genau den gleichen Vektor, den wir eben bekommen haben. Wir müssen nicht den Umschritt über einen Vektor, wir müssen nicht den Umweg machen über einen Vektor, der nur Funktionen enthält. Wir können einfach die Funktion direkt in den ersten Vektor reinmappen. Das ergibt uns dann denselben x plus, y plus, z plus Vektor und den können wir dann auf das applyen. Und das können wir noch etwas schöner schreiben, denn fmap hat auch eine Infix-Schreibweise und zwar dieses wunderschöne Dollar in Spitzenzeichen. Das ist genau dasselbe, was hier steht. Es ist nur eine andere Schreibweise. Also sagen wir plus fmap x
und das applied auf y. Und das ist unsere Vektoraddition. Okay, wofür brauchen wir applicative eventuell noch? Okay, stellt euch vor, ich weiß, an den Haaren herbeigezogenes Szenario, aber ihr kriegt irgendwann mal einen Job und ihr arbeitet für irgendeine Firma und die Firma will sagt euch jetzt, okay, ihr sollt jetzt irgendwie eine Datenbank machen über unsere Mitarbeiter oder über ihre Kunden und aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht, was das für eine Firma ist, aber aus irgendeinem Grund ist das Einzige, was eine Firma an der an Menschen interessiert, ihr Name, ihr Alter in Jahren, ihr Zip-Code, also ihre Postleitzahl und ihr Gender. Okay, komische Firma, aber meinetwegen. Jetzt können wir hier haben, okay, wir haben einen Vektor mit Namen, wir haben einen Vektor mit Altern, wir haben einen Vektor mit Zip-Codes und wir haben einen Vektor mit Gendern. Also wir haben die Namen Alice, Bob und Charlie, wir haben die Alter 20, 30, 40, wir haben die Zip-Codes 5x3, 5x4 und 5x5 und wir haben die Gender Female, Male und Other. Charlie fällt also nicht auf das klassische Gender-Binary. Ich mag Charlie. Okay, und jetzt können wir mit diesem, was wir hier auf der Folie haben, einfach sowas machen. Okay, wir nehmen den Konstruktor der Person, also des Datentyps Person, der hat einen Konstruktor, der heißt einfach nur Person, ne, hier oben. Der nimmt 4 Argumente und macht eine Person, einen Personendatentypen draus. So, und jetzt können wir diesen Konstruktor auf den Vektor mit den Namen fmappen. Dann haben wir da Funktionen, die nur noch Alter, Zip-Code und Gender haben wollen, um eine Person zu machen. Diesen Vektor können wir dann applyen auf den Vektor mit Ages. Das Ergebnis können wir applyen auf den Vektor mit Zip-Codes und das Ergebnis können wir applyen auf den Vektor mit Gender. Und dann haben wir, tata, ein V3 mit 3 fertigen Personen. Zumindest aus der Perspektive der Firma. Echte Menschen haben mehr als Name, Alter, Zip-Code und Gender. Die haben Hoffnungen, Träume, Vorlieben, Ängste. Das interessiert uns alles nicht an dieser Stelle. Wir machen nur das. Okay. Und jetzt sagt ihr natürlich, aha, Jonas, das ist aber ein sehr, sehr schöner Fall, den du da hast. Ich wette, das ist sehr gut, dass dieses Beispiel genau auf deinen Datentyp und auf deine Typklasse, die du vorstellen wolltest, passt. Aber sowas kommt doch im echten Leben nicht vor. Und ich so, ja, wollt ihr echt Weltcode sehen? Der ist etwas gruseliger. Da ist er. Das hier ist so echt Welt, dass das direkt 1:1 aus Yesod wegkopiert ist. 1:1, Copy-Paste. Yesod ist ein Haskell Web Framework, über das wir in einer späteren Vorlesung noch sprechen werden. Aber es wird da draußen benutzt. Einige Websites benutzen echt Yesod und das ist ganz echt Welt und genau dieser Code kommt da drin vor. Okay, was passiert hier? Wir machen hier auch sowas Ähnliches wie vorhin. Wir machen eine Person. Also wir wollen uns hier ein Formular, wir wollen uns hier ein Formular generieren, das es eine Person zurückgibt. Okay, das heißt also, dieselbe Firma hat jetzt plötzlich eine Website, auf der sich Personen selber anmelden können. Und diese Website hat ein Textfeld für einen Namen. Und dieses Textfeld ist required, also unbedingt notwendig. Das sollt ihr auf jeden Fall ausfüllen. Das Textfeld ist für Namen. Okay, dann gibt es so ein Alter-Dropdown-Dings, das ist dieses Ding hier, für das Geburtsjahr oder den Geburtstag. Das ist ebenfalls required. Dann gibt es ein optionales Textfeld irgendwie für die Lieblingsfarbe. Die Firma hat sich etwas ausgeweitet. Die fragen jetzt, okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Man muss es nicht angeben, interessiert also nicht wirklich. Und dann gibt es noch ein Required-Feld für E-Mail-Adressen, das ist dann plötzlich wieder sehr notwendig. So, Leute geben vor, sich für euch zu interessieren und fragen, was ist deine Lieblingsfarbe? Aber sag uns auf jeden Fall deine E-Mail-Adresse. Und dann gibt es zum Schluss nochmal ein optionales URL-Feld für, hier kannst du auch deine Website angeben, wenn du lustig bist. So, das ist echt Weltcode, aber ich möchte gerne, dass ihr seht, dass das genau dasselbe Muster ist. Wir nehmen den Personenkonstruktor, fmappen ihn auf den Quatsch, applyen ihn auf den Quatsch, applyen ihn, applyen ihn, applyen ihn. Und wenn wir 2 Folien zurückgehen, ist das genau dasselbe, was wir hier gemacht haben, nur etwas einfacher. Wir nehmen den Konstruktor, fmappen, apply, apply, apply. Okay.
Soweit klar? Was? Der hier? Ja, für alle Personen. Ja, siehst du hier. Vektor 3. Das ist der Konstruktor und das sind die drei Sachen, die da drin sitzen. Der Typ A ist hier Person und ja, das ist ein Vektor 3 vom Typ Person. Okay, aber Echtweltcode auch da. Haben wir. Check. Habe Echtweltreferenz gemacht, kann jetzt für den Rest der Vorlesung akademisch bleiben. Sehr schön. So, wir wollten ja noch ein Skalarprodukt definieren. Das heißt, wir wollen die Vektoren punktweise kombinieren und dann auf ein Skalar zusammendrücken. Wir haben dafür schon einen großen Teil, das ist das, was wir vorhin hatten. Wir machen mal fmap dem ersten Vektor und das applyen wir auf den zweiten Vektor. So, haben wir sie punktweise kombiniert. Aber jetzt müssen wir es noch auf ein Skalar zusammendrücken. Und da bräuchten wir, vorhin haben wir schon das angesagt, bräuchten wir eine Funktion compress, die irgendwie a nach a nach a, nach v3a nach a liefert. So. Und als ich das erste Mal so ein Beispiel gesehen habe, habe ich gefragt, aber wir haben doch einen v3. Warum haben wir dann eine Funktion, die nur zwei Argumente nimmt? Schmeißen wir das dritte weg oder was? Nein. Wir machen nämlich, okay, zur Implementation kommen wir gleich. Wir brauchen nämlich eine Funktion, die immer nur zwei Argumente kombiniert. Das heißt, wir kombinieren nicht alle auf einmal runter, weil dann müssten wir eine Compress3-Funktion schreiben und eine Compress4-Funktion und eine Compress5, Compress6, Compress7, Compress... Und das wollen wir nicht, weil dann schreiben wir einfach nur total stupiden Code total häufig. Und das ist schlecht. Und deswegen wollen wir gerne eine Funktion haben, die uns zwei Werte nimmt, die kombiniert und dieses Zwischenergebnis sich merkt und das mit dem nächsten kombiniert, ergibt wieder ein Zwischenergebnis, das mit dem nächsten kombiniert, das ergibt wieder ein Zwischenergebnis, das mit dem nächsten kombiniert und so weiter. Und so eine Funktion können wir dann auf Dreiervektoren nehmen, dann nimmt es die ersten beiden und kombiniert das Zwischenergebnis mit dem letzten, fertig. Oder auch auf einen 800er Vektor. Das ist dieselbe Funktion. Braucht nur länger, ist aber dieselbe. Okay. Compress, wie würden wir das schreiben? Wir kriegen irgendeine Funktion f und wenden die erstmal auf fx, auf x und y an und das Ergebnis kombinieren wir dann mit z. Okay, aber das ist jetzt halt nur für 3. Und wir können die dann einsetzen und dann funktioniert es für unseren v3er wunderbar. Aber wir wollen es ja etwas generischer machen. Und zwar wollen wir, also nennt sich dieser Vorgang, dieses kombiniert zwei, merkt ihr das Zwischenergebnis kombinierst du mit dem nächsten, das Zwischenergebnis kombinierst du mit dem nächsten und so weiter. Das nennt sich der Vorgang Falten. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt im Kindergarten so eine lange Papierschlange und ihr faltet irgendwie ein kleines Quadrat um und dann faltet ihr es in die andere Richtung wieder um und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und dann habt ihr am Ende aus einer langen, dünnen Schlange gemacht, habt ihr einen etwas dickeren Stapel, der nur noch ein Quadrat groß ist. Und das ist derselbe Fortschritt, also es ist derselbe Vorgang. Im Kindergarten habe ich das stundenlang gemacht, konnte man mich stundenlang mit beschäftigen. Und jetzt, 20 Jahre später, mache ich das Gleiche, nur fortgeschritten. Und wer wollte nicht schon immer das machen, was er im Kindergarten gemacht hat und dafür bezahlt werden? okay, also ja, man kann dieses Fold auf verschiedensten Datentypen anwenden, aber dazu kommen wir gleich. Ich sage noch einmal kurz, einige von euch kennen Folds bestimmt schon, andere haben die schon mal gesehen und andere noch gar nicht. Ich gebe deswegen nochmal ein kurzes Beispiel. Eine Fold-Funktion, also eine Faltungsfunktion, die häufig verwendet wird, ist FoldR. So, FoldR steht für FoldRight, also ne, es gibt FoldLeft und FoldRight. So, okay, und der Witz ist, dass die hier nicht die ersten beiden einfach kombiniert, sondern noch einen Startwert nimmt. Ja, also sie nimmt eine Funktion, einen Startwert und eine Liste und faltet die einfach zusammen. Okay, wir haben den Startwert, wir haben die Funktion Plus, wir haben den Startwert 0, weil das neutrale Element für die Addition ist und wir haben eine Liste von Sachen. Okay, was wäre jetzt wohl das erste Element, was hier mit der 0 verplust wird? Meinungen aus dem Publikum. 0 plus 4, weil es Fold R ist. Ha, genau. Falle vermieden. ja. Das ist genau, es ist, weil wir es von rechts falten, nehmen wir uns das letzte Element der Liste, schmeißen es auf unseren Startwert und addieren die beiden
Und dann haben wir ein Zwischenergebnis. 4 plus 0 ist 4. Okay, dann haben wir eine Restliste und ein Zwischenergebnis und machen genau das gleiche nochmal. Wir nehmen uns die 3, schmeißen sie auf die 4, es ergibt 7, haben eine Restliste und ein Zwischenergebnis, schmeißen das Hinterste auf die, auf das Zwischenergebnis, yada, yada, yada. Und sobald wir bei der leeren Liste angekommen sind, geben wir 10 zurück. Also geben wir das Zwischenergebnis einfach nur zurück, weil jetzt können wir nicht mehr falten, jetzt geben wir zurück. Okay, bla 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 bla. Das Schöne ist, wir haben jetzt verschiedene Typen und Liste kann man falten. Man kann Bäume falten, man kann unseren V3-Vektor falten. Ne? Und es ist wieder das Übliche in Haskell. Wer aufgepasst hat, sollte jetzt auch schon riechen, was kommt. Wir machen eine Typklasse. Und zwar machen wir die Typklasse Foldable. Und in der Typklasse Foldable sollen alle Datentypen drin sein, die wir irgendwie sinnvoll falten können. Also, wir können, wenn ihr euch daran erinnert, um irgendeinen neuen Typen in eine Typklasse zu bekommen, müssen wir in der Regel eine Funktion implementieren. Bei Foldable sind das entweder FoldAir oder aber FoldMap. FoldAir funktioniert genauso, wie wir es eben gesehen haben, dass es eine Funktion nimmt von A nach B nach B, ein B als Startwert, ein F von A, also eine Liste, einen Baum, einen Vektor, irgendwas, ein F von A und am Ende einen B rausgibt. Es nimmt sich also dieses B als Startwert und das erste A aus der Liste zum Beispiel und schmeißt es in ein Zwischenergebnis. Das Zwischenergebnis hat wieder den Typ B und es nimmt sich das nächste und klatscht drauf und klatscht drauf und klatscht drauf. Okay, das haben wir gesehen. Es gibt auch, man kann wahlweise auch FoldMap implementieren. FoldMap sagt, okay, du hast da deinen wunderschönen Datentyp F. Und jetzt angenommen, wir haben ein Monoid. Dann brauchen wir eine Funktion, die in diesen Monoid schmeißt, zum Beispiel auch eine Liste zum Beispiel. Wir brauchen eine Funktion, die irgendein A in diesen Monoid hebt, zum Beispiel den List-Konstruktor. Ja, der List-Konstruktor, also eckige auf, eckige zu, angewendet auf 4, gibt die Liste 4. Ne? Okay, so eine Funktion brauchen wir. Wir brauchen natürlich wieder einen F von A, weil was wir falten sollen. Und am Ende kriegen wir eine Liste oder halt den Monoid raus. Listen sind auch Monoiden. Okay, wir können das eine sagen oder das andere. Hauptsache, es funktioniert. Wir machen mal die Instanz für unseren Vektor. Okay, wir haben also Folder F und einen Startwert S und unseren Vektor XYZ. Und dann sagen wir jetzt, Achtung, von hinten gelesen, macht schlau. Wir nehmen F von Z und unserem Startwert. Wir rufen F von Y und dem auf. Und am Ende rufen wir F von X und dem auf. Also hier ist auch so diese Zwischenergebnis-Maschinerie drin enthalten. Okay, oder wir machen das für den Monoiden. Dann haben wir FoldMap, F und ohne Startwert, V3 einfach nur X, Y, Z. Dann sagen wir, okay, wir wenden F auf X an. Das Ergebnis mappenden wir. Also mappend ist die Operation von dem Monoid. Also die zwei Sachen in dem Monoid kombiniert. Bei Listen wäre das plus plus. Wir wenden die Funktion auf das erste Element an, das verketten wir mit der Funktion auf dem zweiten Element und das verketten wir mit der Funktion auf dem dritten Element. Für eine Liste würde das also runterkommen zu Liste von A, oder Liste von 1, plus plus Liste von 2, plus plus Liste von 3. Und das ergibt uns dann am Ende zusammen evaluiert eine Liste von 1, 2 und 3. Ich weiß. Typklasse definiert auch andere Funktionen, je nachdem, welche wir brauchen. Zum Beispiel auch FoldR1, das gibt keinen Startwert, sondern sagt einfach, okay, nimm die ersten beiden. Nimm dir als Startwert das erste Element und dann kombinier es mit dem zweiten und dann weiter. FoldR hat ja noch einen expliziten Startwert genommen.
Okay, also es gibt eine ganze Menge in der Typklasse. Könnt ihr euch mal auf Hackage durchlesen, wenn ihr Langeweile habt. So, die Frage ist aber, wofür brauchen wir diese Sache? Also im Sinne von, warum das Ganze? Ist immer eine gute Frage. Wir können uns nochmal an unser Skalarprodukt erinnern. Aber was ist, wenn wir jetzt irgendwie irgendwas mit der Norm machen wollen oder sowas? Dann brauchen wir zum Beispiel die Wurzel. Und das geht auf int nicht, weil die Wurzelfunktion ist von den Reellen in die Reelle und okay, oder meinetwegen auch selbst von den Integers in die Reellen, aber garantiert nicht von den Integers auf die Integers, weil Wurzel 2 ist kein Integer. Und deswegen können wir sowas nicht einfach machen, weil die Typen nicht passen würden. Angenommen, wir wollen irgendwie die Norm von zwei Vektoren berechnen und sagen, okay, falte einfach mal dieses, also oder mach das Skalarprodukt und dann nimm die Wurzel draus. Das geht nicht, weil hier kriegen wir zwar einen meinetwegen einen Int raus, aber wir können nicht einfach die Wurzel von einem Int nehmen. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das hinzukriegen. Irgendwo müssen wir also diesen Int in einen Double umwandeln. Die Funktion dazu heißt from integral, also from integral nimmt entweder einen Integer oder einen Int oder sowas und wandelt es dir in den Datentypen um, den du gerne haben möchtest. Und so könnte man das machen. Keine Angst. Sieht kompliziert aus, ist es nicht. Wir können das auf verschiedenste Arten und Weisen machen. Wir können sagen, okay, mach ganz normal dein Skalarprodukt, dann gib mir den Integer, der rauskommt, wandle den in einen Double um und nimm davon die Wurzel. Das ist die erste Zeile hier. So, was wir auch machen können ist, okay, nimm das Skalarprodukt, nimm die Vektormultiplikation, was auch immer, mach das Ding wie hier, oder falte das mit Plus zusammen, mit dem Startwert 0, aber verwandle es dabei in einen Double. Oder du kannst sagen, okay, verwandle die erst alle in den Double und dann schieb sie zusammen und dann zieh die Wurzel raus. Das ist alles also ungefähr das Gleiche. Das hat aber andere Laufzeiten und je nach Datentyp auch andere Ergebnisse. Also im Sinne von, ihr merkt, hier wird from integral einmal angewendet, hier dreimal und hier sechsmal. Das hat natürlich eine andere Laufzeit. Und es kann auch andere Ergebnisse haben, zum Beispiel, wenn zum Beispiel das Ergebnis von irgendwas zu groß für einen Double ist. Wenn ihr mit Integern gerechnet habt und das Ergebnis könnt ihr einfach nicht mehr als Double darstellen, und dann macht es einen Unterschied, ob ihr das erst umwandelt und dann zusammenzieht oder erst zusammenzieht und dann umwandelt. Zum Beispiel, angenommen, ihr habt einen Vektor mit einer richtig, richtig, richtig großen Zahl und einer richtig, richtig, richtig kleinen Zahl und ungefähr 0. So, wenn ihr die addiert, dann kommt irgendwas, was eventuell wieder als Double darstellbar ist. Und davon könnt ihr ganz einfach die Wurzel nehmen. Also wenn ihr sie erst zusammenschiebt und dann die Wurzel nehmt, ging's. Wenn ihr aber erst das Ganze in Double umwandelt, dann ginge es nicht. Dann kriegt ihr irgendwie Infinity 0 und Infinity raus und minus Infinity. Und die beiden kann man nicht sinnvoll miteinander verrechnen. Also Datentyp kann auch, also beziehungsweise je nach Datentyp kann auch unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. So, das hier ist die Cheater-Folie. Wenn ihr nochmal zu Hause seid und euch die ganze Sache anschauen wollt, hier ist einfach mal alles auf einer Folie mit den Imports, die nötig sind, mit unserer Datentyp-Deklaration, mit der Functor-Instanz, der Applicative-Instanz, der Foldable-Instanz und den Implementationen für den ganzen Quatsch. So, jetzt werdet ihr euch fragen, warum hat Jonas die Typsignaturen weggelassen? Naja, aus zwei Gründen. Erstens Platz. Das wäre nicht alles auf eine Folie gegangen. Und zweitens wollte ich die Überraschung nicht spoilern auf dieser Folie schon. Das sind nämlich die Typsignaturen. Und ihr werdet merken, dass hier nirgendwo V3 auftaucht. Wir haben einfach über unseren Datentypen, den wir uns vorhin geschaffen haben, wegabstrahiert. Wir haben diese Funktionen einfach mal
für irgendein Foldable geschrieben und unser Foldable, unser V3, ist nur eine Instanz davon. Das heißt, wir können jetzt diese Funktion für die unterschiedlichsten Datentypen nehmen. Das können Bäume sein oder Listen oder Vektoren von der Länge 3 oder Vektoren der Länge 15 oder irgendwas. Es interessiert uns nicht. Wir müssen auch nicht drüber nachdenken. Und das ist der Sinn von Abstraktion. Ihr müsst euer Gehirn als Programmierer nicht die ganze Zeit mit allen Details zumüllen. Ihr könnt einfach sagen, nö, das funktioniert da drauf. Ist mir egal, wie es unten drunter implementiert ist. Darüber kann sich der Mensch Gedanken machen, der die Bibliothek schreibt. Mir ist nur wichtig, dass es ein Foldable ist. Genau, also wir können das auch genauso gut für V2s und für V4s und für V18s verwenden. Die Functor-Applicative Foldable-Sachen definieren und schon sind wir fertig und alle Sachen funktionieren. Voll gut. Okay, so viel zur Wiederholung. Fragen? Ja. Mhm. Also die Frage war für die Leute zu Hause, was jetzt passiert, wenn wir zum Beispiel V-Etwas oder V-Mull anwenden mit Listen unterschiedlicher Länge. Und die Antwort von Stefan aus dem Publikum war, dass das was anderes generiert, als man vielleicht eventuell denkt, nämlich eine Liste mit allen möglichen Kombinationen. Okay. Wie sind wir in der Zeit? Gut in der Zeit. Okay, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt der Vorlesung, und zwar Parsing. Parsing ist eine Sache, die euch andauernd über den Weg laufen wird. Wirklich andauernd. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich jetzt für den Rest der Vorlesung akademisch daherreden kann. Es stimmt zwar, ich habe eine Echtweltreferenz gebracht, ich darf das jetzt, aber Parsing wird euch überall durch den Weg laufen. Ihr habt nämlich sowas wie Kunden oder Daten von wissenschaftlichen Experimenten oder irgendwas. Ihr habt Daten und die sind nicht immer in den Datentypen verpackt, in denen ihr sie gerne hättet, um damit sinnvoll weiterzuarbeiten. Insbesondere, wenn ihr gerne in Haskell arbeiten wollt, nicht alle Welt exportiert automatisch in Haskell-Datentypen. Okay, kann ich ja verstehen, ist in Ordnung. Wir müssen ja auch irgendwie mit der anderen Welt reden. Also einige Möglichkeiten zum Beispiel sind Textfiles. Ganz viele Leute mögen Textfiles und dumpen einfach alles in Textfiles. Und dann haben wir eine riesige 3 GB große Textdatei, in der alle betroffenen Daten stehen. Wir müssen uns erst durch dieses Textfile wuseln, um an unsere Daten irgendwie dran zu kommen. Oder wir wir kriegen JSON rein. JSON ist eine Abkürzung für die JavaScript Object Notation. Das hat sich insbesondere im Webkontext und in einigen anderen auch so als das Standardprotokoll für Übergabe von Daten durchgesetzt. Ob das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte Sache ist, lassen wir hier mal ausgeklammert, aber es ist häufig, dass wir irgendwie einen JSON-File geschmissen kriegen und irgendwie an die Daten dran wollen, die da drin stehen. XML kriegen wir auch ganz häufig, Websites zum Beispiel oder irgendwelche lustigen E-Book-Dinger sind auch häufig in XML geschrieben oder sowas. Auch häufig gerade im Java-Kontext ganz häufig sowas. Es gibt den alten Witz, dass Java im Prinzip nichts anderes ist als eine Domain-Specific Language, um XML-Files in Stack-Traces zu verwandeln. Aber wir wollen, also ne, XML können wir auch reinkriegen. Oder wir kriegen ganz, ganz abgefahren Binärcode. Also einen Haufen von Nullen und Einsen. Und daraus sollen wir jetzt irgendwie was basteln. Das Beispiel, was Stefan vorhin gebracht hat, war, okay, ist ja ganz süß, dass du mir irgendwie jetzt so ein JSON oder so eine Textfile parsen kannst, aber hier ist so ein Ding nach Binär importet, was ich in Blender, also so einer 3D-Rendering-Engine geschrieben habe. Zeig mir das doch mal an und lass es mich drehen oder sowas. Dann muss ich da auch erstmal drankommen. Das ist schon irgendwie fortgeschritten. Also Binärcode kann auch reinkommen. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir diesen Binärcode in sinnvolle Haskell-Datentypen verwandeln können. Und die Kunst von
unstrukturierten Daten in sinnvoll verwertbare Daten zu verwandeln, nennt sich Parsing. Und darüber lernt ihr heute. Sind wir nicht gut? So, wie würde man das in anderen Programmiersprachen angehen? Also wir können sagen, okay, Textvergleiche zum Beispiel, irgendwie in C würden wir sagen, strcomp von den ersten 10 Zeichen des Textes, den ich reinkriege, und irgendeinem Vergleichsstring, den ich hier hinschreibe. Und wenn das true ist, then Fall, else Fall, bla 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 bla. Können wir machen, aber es ist eine Qual, sowas zu schreiben, weil man sich elendige If-Else-Bäume aufbaut. Ich muss gerade einen so schreiben und das ist nicht schön. es ist hässlich. Sowas könnte man machen, oder ganz beliebt sind auch reguläre Ausdrücke. Gerade für die Leute, die irgendwie aus der Perl-Welt kommen oder sowas. Also okay, wir kriegen hier einen Text rein und wenn der diesen regulären Ausdruck irgendwie entspricht, dann das. Was zur Hölle? Das wollen wir auch nicht haben. Das ist nicht the Haskell way to do that. Wir wollen gerne ein bisschen abstrahieren. Wir wollen das gerne in kleinen Einzelproblemen haben, sodass wir irgendwie eine gute Übersicht behalten können und uns einzeln und langsam an das Problem rantasten können. Okay, die wollen wir dann kombinieren. Ich habe das in der ersten Vorlesung schon mal gesagt. Programmieren in Haskell ist im Prinzip nichts anderes, als kleine Stücke an die offensichtlich dafür gemachte Stelle zu stecken. Und das ist genau das Gleiche mit Parsing. Okay, wir werden gleich eine Erweiterung von Applicative kennenlernen, die sich Alternative nennt, ist aber nicht kompliziert, keine Angst. Aber ich wollte das nur schon einmal kurz hier vorliefern. So, Alternative macht nämlich Folgendes. Wir können viele Dinge probieren. Zum Beispiel, okay, du kriegst irgendeinen String rein und du weißt nicht, was das ist vorher. Dann musst du halt gucken, ob du, was ist das wohl? Ist das eventuell ein Befehl? Soll ich jetzt irgendwas machen? Oder soll ich irgendwie, soll ich mich hin und her bewegen? Oder soll ich die Jalousien runterlassen? Oder soll ich irgendwie wem anders Bescheid sagen, dass es jetzt irgendwie Mittagessen ist oder sowas? Und jedes davon könnte einen einzelnen, hat eine andere Struktur. Und ich will ja probieren, okay, kann ich das parsen? Und wenn ja, okay. Und wenn nein, dann möchte ich was anderes parsen versuchen. Und wenn das dann klappt, dann okay. Und so weiter. Ich möchte verschiedenste Dinge parsen. Oder ich möchte versuchen, verschiedenste Dinge zu parsen. Und das erste zurückgeben, was klappt. Und das macht man mit Alternative. Ja? Genau. Wenn du nicht weißt, was die Daten bedeuten, dann versuchst du, okay, sie könnten das, das, das oder das sein, dann parse ich erst das, wenn es klappt, dann gut, wenn nicht, dann nicht, dann parse ich das zweite und wenn das klappt, dann gut und wenn nicht, dann nicht, etc. Genau. Genau. Was irgendwie zum Beispiel, geben sie ihr Alter an und dann schreiben manche Leute 2-4 hin und dann okay und andere Leute schreiben 24 aus. Weiß man nicht. Du weißt nicht unbedingt, welcher Datentyp reinkommt und deswegen musst du verschiedene Sachen passen. Okay, Beispiel. Wir haben hier die ersten 6 Zeilen von einem Logfile und in dem Logfile, das ist also komplett unstrukturierter Text, nur der Text, wie er dasteht. Und wir sehen hier, okay, als allererstes haben wir immer eine Tagesangabe und eine Zeitangabe. Danach kriegen wir eine IP und danach kriegen wir einen String, der uns irgendein Gerät sagt. In diesem Fall entweder Keyboard, Maus, Monitor oder Speakers. Also eins von diesen. Und die haben irgendwas getan, wurden fabriziert, haben interagiert, wie auch immer. Interessiert uns gar nicht, wir wollen es erstmal nur irgendwie sinnvoll in Datentypen verpacken. Okay, wir schauen uns einfach mal eine Zeile an, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben ein Datum mit 4 Zeichen für das Jahr, 2 Zeichen für den Monat, 2 Zeichen für den Tag mit Bindestrichen dazwischen. Und dann haben wir ein Leerzeichen, 2 Zeichen für die Stunde, ein Semikolon, 2 Zeichen für die Minuten, ein Semikolon, 2 Zeichen für die Sekunden. Habe ich Semikolon gesagt? Tut mir leid, Doppelpunkt, natürlich. Semikolon ist mein Lieblingssatzzeichen, deswegen sage ich das andauernd. tut mir leid, Doppelpunkte natürlich. Und das ist so ein ziemliches Standarddatenformat.
Das kommt häufiger. Okay, dann haben wir eine IP. Die IP sind vier Zahlen von 0 bis 255, getränkt durch Punkte. Und am Ende haben wir ein Gerät und da kriegen wir einfach nur einen String rein, der uns sagt, welches Gerät das ist. Okay, basteln wir uns mal die Datenstrukturen, die wir am Ende haben wollen. Und zwar sagen wir, okay, eine Logzeile ist ganz einfach. Das ist ein Datum, eine IP und ein Gerät. Und das gesamte Log ist einfach nur eine Liste von Logzeilen. Soweit, so simpel. Dann wollen wir uns das erste Mal um das Datum kümmern. Dafür importieren wir uns DataTime. Das ist ein wunderschönes Modul, was man da importieren kann und dann sinnvolle Dinge mit Daten tun kann. Und schaut euch mal an, wie das konstruiert wird. Es braucht also einen Tag vom Typ Day und eine Zeit vom Typ Time of Day. Und das ist unser eigener Datentyp. Den haben wir uns jetzt gerade definiert. Der kommt nicht aus dem DataTime. Diese Dinger kommen aus DataTime. So, und wir sagen, okay, ein Datum ist einfach nur ein Tag und eine Zeit. Und wir haben uns hier zum Beispiel mal eingeredet, from Gregorian 2013 1-2. Das heißt, der gregorianische Kalender ist, wie ihr hoffentlich wisst, der Kalender, den wir so hier in diesen Breitengraden verwenden. Und hier haben wir uns zum Beispiel den 2. Januar 2014 gebastelt. Und dahinter haben wir eine Funktion Time of Day, die nimmt 13, 37 und 0. Das heißt, es geht um genau 13 Uhr, 37 Minuten und 0 Sekunden. Und das zusammen ergibt uns einen Wert vom Typ Datum, der halt den 2.1.2014 um 13.37 Uhr und 0 Sekunden als Tag und Zeit hat. So, IP, was ist eine IP? Hier benutzen wir einfach viermal einen Word 8. Einen Word 8 haben wir importiert aus Data Word. Und ein Word 8 ist ein 8-Bit unsigned Integer. Unsigned, also kein Vorzeichen, wir können nicht Plus oder Minus darstellen, wir können nur 8-Bit darstellen. Hat jemand eine Idee, warum wir nicht einfach Integer benutzen oder Int? Ginge doch auch. Thomas. Genau, wir wollen gerne den Bereich einschränken. Insbesondere, da liegt eine kleine Philosophie drunter. Wir wissen, dass IPs nur Zahlen von 0 bis 255 haben. Was anderes ist keine valide IP in unserem Sinne hier. Und das heißt, wir wollen gerne erreichen, dass unzulässige Zustände oder unzulässige IPs gar nicht erst konstruiert werden kann. Impossible by construction. Das heißt, alle IPs, die wir uns irgendwie generieren, sind auf jeden Fall auch valide IPs. Damit müssen wir uns nicht irgendwie weiter hinten noch Gedanken darüber machen, ja, aber was ist eine IP, die in Wirklichkeit gar keine IP ist, sondern irgendein Quatsch eingegeben wurde. Das wollen wir überhaupt nicht modellieren können. Und das gibt uns hinten im Programm nur weitere Probleme und deswegen wollen wir inkorrekte Werte überhaupt nicht darstellbar machen. Und deswegen sagen wir nur Word 8, weil das genau die Zahlen von 0 bis 255 sind. Außerdem weniger Speicherplatz. Wuhu. Aber die Idee ist eigentlich, dass wir inkorrekte Werte nicht darstellbar machen wollen. Und dann machen wir uns noch einen kleinen Datentypengerät. Der ist recht chillig, das ist ein einfacher Summentyp. das ist entweder Maus, Keyboard, Monitor oder Speakers und die können wir anzeigen und die können wir vergleichen. Okay, soweit so gut. Wenn jetzt irgendwie unser Kunde nächste Woche kommt und sagt, aha, aber wir haben hier noch diesen Joystick und mach doch mal dein Programm anders, dass es auch mit Joysticks umgehen kann, dann können wir uns das auch irgendwie ganz einfach hier in diesen Typen einfügen und dann wird uns der Compiler sagen, wo wir überall die anderen Geräte abgefangen haben, aber jetzt der Joystick noch nicht abgefangen wurde. Das heißt, der Compiler sagt uns, wo wir überall noch den zusätzlichen Code schreiben müssen. Auch das hier einfach, ja? Ja, aber der Compiler kann es dir sagen. Also, ja, Hinweis aus dem Publikum war, dass man dafür die Compiler-Flag minus w-all anschmeißen muss, aber ich habe die bei meinem Compiler immer an. Also, genug Warnungen zu haben, ist immer hilfreich, egal mit welchem Compiler man sich auseinandersetzt. Okay, ich glaube, einen Compiler für Brainfuck oder so gibt es, der generiert
Warnungen einfach so. Also der generiert eine Zufallszahl von Warnungen, weil es einfach nur lustig ist. Also der vielleicht nicht. Aber jeden sinnvollen Compiler eigentlich immer mit minus w all anschmeißen. Okay. So. Jetzt wollen wir tatsächlich mal zum Parser kommen. Wir wollen uns einen kleinen Parser schreiben für unseren Datentyp Datum. Oben nochmal drüber, wie das funktionierte, zur Erinnerung. Wir benutzen jetzt dafür die Bibliothek AttoParsec. Warum AttoParsec? Naja, es ist so heutzutage so die Standard-Parsing-Bibliothek für Haskell und wir dachten, wir zeigen euch die mal. Warum heißt es AttoParsec? Naja, bevor es AttoParsec war die Standard-Parsing-Library in Haskell Parsec. Und dann hat sich jemand gedacht, okay, Parsec hatte einige Vorteile, aber auch einige Nachteile. Die Vorteile waren, dass es sehr genaue Fehlermeldungen geliefert hat, aber dafür ziemlich lange gebraucht hat. Und manche Leute dachten sich halt, ja, ist mir eigentlich egal, wie gut die Fehlermeldungen sind, wenn ich die ich kriege. Ich will eigentlich, dass das schneller wird. Und aber hat dann halt eine Bibliothek geschrieben, die deutlich schneller war und deutlich mehr und deutlich effizienter war. Aber mit so einem kleinen Augenzwinkern hat er halt gesagt, dass sie auch nur irgendwie eine Attosekunde schneller ist als Parsec oder sowas. Und deswegen AttoParsec. Okay, also wir brauchen Data Time. Wir brauchen AttoParsec. Und daraus können wir uns jetzt so langsam Schritt für Schritt einen Parser für Datum basteln. Okay. Du. Okay, was machen wir? Was wollen wir alles machen? Hier wollen wir jetzt als allererstes mal das Jahr parsen. Also die ersten vier Zeichen sind das Jahr. Okay, was passiert hier? Wir belegen uns oder wir schmeißen irgendwas in eine Variable Y. Und zwar, was schmeißen wir in die Variable? Wir schmeißen das Ergebnis von diesem Parser. Was hier rechts vom Pfeil steht, ist ein Parser. Und zwar, der ist zusammengesetzt aus Count, For und Digit. Digit ist auch wieder ein Parser, den stellt AttoParsec bereit. Und Digit parst genau eine Ziffer. Also 2, 9, 0, aber nicht 17, sondern genau eine Ziffer. 17 ist keine Ziffer, 17, also ne, von 0 bis 9. Okay, so. Und diesen Parser, den wollen wir genau viermal hintereinander haben, weil wir wollen genau vier Ziffern haben. Und da können wir Count verwenden. Das kommt auch aus AttoParsec. Und Count 4 Digit tut genau das, was ihr euch schon alle denkt, was es tut. Es verwendet den Digit-Parser genau viermal hintereinander. Und so haben wir einen größeren Parser. Das ist eine Idee, die sich generell durch die nächsten paar Folien ziehen wird. Wir nehmen kleine Parser, die ein winziges, winziges Teilproblem lösen und bauen daraus größere Parser. Ne? Dieses Puzzle-Programming aus der ersten Vorlesung. Es ist alles nur Sachen, die man im Kindergarten auch macht, nur fortgeschrittene. Okay, wir bauen größere Parser aus kleineren Parser. Hier haben wir einen Parser für genau vier Ziffern. Okay, das schmeißen wir in Y. Zu bemerken ist, hier ist jetzt noch keine Zahl oder sowas drin. Hier ist nur der String 2014 drin. Nicht die Zahl 2014 oder sowas, sondern 2014. Nur der String. Okay, das String. Wie geht's weiter? Mit einem Bindestrich. Wir kriegen nach dem Jahr immer einen Bindestrich. Also sagen wir char, der Charakter Bindestrich. Char ist auch aus AttoParsec und einem Parser, der genau einen char parst. Nicht kompliziert. Danach, Entschuldigung. Danach wollen wir den Monat parsen. Das sind in unserem Fall zwei Digits und auch danach wieder einen Bindestrich. So, und jetzt darunter war es etwas knapp mit dem Platz und deswegen jetzt einmal bitte aufpassen. Ihr seht jetzt gleich wahrscheinlich euer erstes Semikolon in Haskell. Keine Angst. Es ist ganz, ganz friedlich. Wir schreiben einfach. Anstatt, um hier mehr Platz zu kriegen, können wir diesen Char-Parser auch auf die gleiche Zeile schreiben, wenn wir es mit einem Semikolon trennen. Also statt sie untereinander zu schreiben, können wir hier auf dieselbe Zeile schreiben mit einem Semikolon dazwischen. Die Frage war, ob die Bedeutung von dem Semikolon einfach nur Newline wäre oder ob es eine Spezialfunktion hätte. Soweit ich weiß, ist das nur Newline, oder? In einem Do-Block, ja.
Genau, also normalerweise. Wie bitte? Ja, im Case geht's auch. Also, aber nicht generell. Also, du kannst normalerweise, also im Case kann man es verwenden, ja, im Do-Block auch, aber nicht unbedingt überall. Also nicht überall, wo ihr eine New Line einführt, fügt in Haskell, könnt ihr ein Semikolon dazwischen schmeißen. Manchmal ist es halt auch halt sehr White Space sensitive. Aber insbesondere in Do-Blöcken und Case-Blöcken könnt ihr es problemlos machen und wir haben das hier mal gemacht. So, jetzt habt ihr auch euer Semikolon gesehen. Wunderbar. Ja, wir haben das Jahr geparst, wir haben den Monat geparst. Der Rest ist irgendwie klar. Das ist genau demselben Muster. Wir nehmen zwei Digits für den Tag, dann eine Leerzeichen, dann zwei Digits für die Stunden, Doppelpunkt, zwei Digits für die Stunde, für die Minuten, Doppelpunkt, zwei Digits für die Sekunden. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch zurückgeben. Wohlgemerkt, hier stehen überall nur Strings und keine Zahlen, deswegen müssen wir die erst noch in Zahlen umwandeln, wenn wir sie für unser Datum da verwenden wollen. Und deswegen geben wir das zurück. Wir machen Return. Return nicht, um etwas zurückzugeben wie in Java, sondern Return, wie um es in diese Monade zu heben. Und zwar, was wollen wir in die Monade heben? Datum, und zwar ein Datum, und zwar das Datum mit dem Tag, from Gregorian. Read Y, read MM, read D und die mit der Zeit, Time of Day, read H, read M, read S. Read ist eine Funktion aus der Haskell Prelude, glaube ich, ja, die einfach aus einem Char oder aus einer Charliste, also einem String, einen Int machen kann oder was auch immer du gerne an der Stelle haben wolltest. Das kann furchtbar schief gehen, wenn wir uns nicht sicher wären, dass genau das auch wirklich ein Integer ist. Aber wir wissen es ja, weil wir gerade oben schon genau darauf geachtet haben, dass wir genau das kriegen. Und wenn das jetzt keine vier Digits im Jahr gewesen wären, dann wäre der Parser schon da oben fehlgeschlagen. Hier unten können wir also uns einmal eventuell eine partielle Funktion verzeihen. Genau, und dann konstruieren wir uns daraus unseren Datumstyp und den geben wir zurück. Dazu Fragen? Ja. Wie bitte? Oh, ja, stimmt, bin ich vollkommen drüber gelaufen. Die Frage war, was Overloaded Strings da oben macht. Overloaded Strings ist sinnvoll für, wenn du zum Beispiel mit mehreren Varianten von String-Repräsentationen gleichzeitig haben willst. Also einerseits Strings als Listen von Chars, eventuell Strings aber auch als Byte-Strings oder Strings als dies und das und dies und das und jenes. Und Overloaded Strings, das ist ein Language-Pragma, das sagt, okay, hier tu einfach das Offensichtliche, dass es passt. Ja? Frage war, was ist ein Language-Pragma? Ein Language-Pragma ist so eine wunderschöne kleine Sache, wie hier über den Imports, angefangen von Geschweifte auf minus Raute und danach und am Ende Raute minus Geschweifte zu. Und es gibt verschiedene Language-Pragmas und die sagen einfach nur dem Compiler, hey, für dieses Modul oder was auch immer, behandle mal den Code darunter irgendwie, also Compiler-Erweiterung. Compiler-Erweiterung, das ist eine schöne Zusammenfassung. Es erweitert den Compiler um ein paar bestimmte Funktionen. Stell dir vor, du willst irgendwie was Cooles in den Haskell-Compiler schreiben, aber du hast keine Commit-Rechte und das braucht man auch nicht immer. Und deswegen kannst du dir ein Language-Pragma schreiben, sodass Leute zum Beispiel fortgeschrittene Sachen im Typsystem machen können, die eventuell, wenn man sie falsch benutzt, Bullshit machen könnten, aber an manchen Stellen, wenn man sie richtig benutzt, auch hilfreich sein könnten. Und dann sagst du halt, okay, das ist nicht per Default so, das muss man per Language-Pragma erst anschmeißen. Also es gibt dem Compiler, der da drunter liegt, noch ein bisschen mehr Power. Ist das klar? Okay, ja. Das folgt nicht aus, also die Frage war, okay, wunderschön, wenn das alles so durchläuft, aber was ist, wenn es nicht wunderschön durchläuft? Wo wird jetzt ein Fehler abgefangen?
der wird in diesen Parsern hier abgefangen. Wenn er jetzt zum Beispiel beim ersten Mal nur drei Digits parsen könnte und danach irgendwie einen Buchstabe kommt, dann würde dieser Parser hier fehlschlagen. Was passiert, wenn ein Parser fehlschlägt? Dazu kommen wir in ein paar Folien noch. Deswegen verschiebe ich das erstmal ein kleines Stück nach hinten, aber wir behandeln das noch. Okay, sonst soweit erstmal klar, wie es hier steht. Okay. Zumindest keine zu fragenden Gesichter. Wie ihr euch schon denken könnt, sieht der Parser für IPs nicht sonderlich unterschiedlich aus. Wir importieren wieder AutoParsec und basteln uns einen Parse-IP-Parser. Und das ist einfach okay. Wir nehmen einen Decimal, das parst eine Zahl. Also wir wissen jetzt ja nicht, wie viele Zeichen wir erwarten bei der IP. Es könnte da ja 255 oder also 255 Punkt stehen oder 1 Punkt oder 017 Punkt. Das sind alles gültige Werte. Und hier wissen wir es halt nicht und deswegen sagen wir, okay, wir nehmen einen Decimal, dann einen Punkt, dann noch ein Decimal, dann ein Punkt, dann noch ein Decimal, dann ein Punkt und dann noch ein Decimal. So, Unterschied zu hier. Hier in Y, MM, D, H, M und S standen die Strings drin, weil das Digit halt die Strings weiterleitet. Und in Decimal stehen schon die Zahlen drin, die fertig geparst und eingelesen wurden. Also das hier sind Zahlen, das hier sind Strings. Okay, aber wieder dieselbe Vorgänge. Erst ein Decimal, irgendeins, dann ein Punkt, dann ein Decimal, bla bla bla. Und return einfach diese 4 Decimals in unseren IP-Konstruktor geschmissen. Fertig. Frage? Ja, richtig. Also, wenn da jetzt irgendwie eine Million drinstehen würde, dann würde das, glaube ich, einfach abgeschnitten, weil wir Decimal, glaube ich, aus Char8 bekommen, oder? Ha? Huh? Okay, also man könnte sich dann einen eigenen Parser schreiben, der die Fehler auch selber überprüft und dann sinnvolle Fehlermeldungen oder sowas zurückgibt, aber in diesem Fall würde einfach abgeschnitten, glaube ich. Nee, also stell dir vor, du würdest hier eine Million eingeben, dann ja, richtig, glaube ich. Ja, Thomas? Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist polymorph gehalten, Decimal, und Decimal passt dann halt den Typen, den du später sinnvoll damit verwendest. Und das ist, und Haskell sieht, aha, guck mal, der will hier das Ganze in den IP-Konstruktor schreiben, also will der Words 8 haben, also passt Decimal hier nur Word 8. Aber an anderer Stelle könntest du mit Decimal auch andere Zahlen parsen. Okay? Für die, genau, diese hier. Also wir geben die ja als Char einzeln an, aber die müssen halt auch als Byte-String oder sowas halt irgendwie verarbeitet werden können. Deswegen brauchen wir das Language Pragma hier. Okay, mehr Fragen? Erstmal nicht, okay. Dann kommen wir nochmal etwas zurück zur Alternative. Das Einzige, was wir nämlich noch übrig haben, ist unser Parser für Gerät. So, und wir hatten den Summentypen, also mit den Konstruktoren Maus, Keyboard, Monitor, Speakers, und wir wollen das von einem String her parsen. So, und so machen wir das. Hier, ich behandle erstmal so die erste Klammer hier. Der String-Parser versucht genau den String zu parsen, dem ihr ihn übergebt. Das heißt, String, Anführungszeichen, Maus, Anführungszeichen, versucht einfach nur den String Maus zu parsen, wie er da steht, und gibt Erfolg zurück, wenn er das kann, und schlägt fehl, wenn er das nicht kann. Okay, jetzt noch einmal, das hier ist dieses Bind ohne das Gleichheitszeichen,
Ich weiß immer noch nicht, ob es dafür einen schicken Namen gibt oder sowas, aber dieses Spitze Klammer zu, bedeutet, dass wenn dieser Parser hier Erfolg hat, dann liefert er irgendwie Unit oder was auch, oder einen Write oder was auch immer zurück. Und das schmeißen wir weg, weil dieser Operator schmeißt weg, was er bekommt, und gibt einfach nur das hier zurück. Und dann heben wir Maus, den Konstruktor Maus in die Monade hoch mit Return und geben das einfach zurück. Ja? Richtig. Das ist eine Funktion mit dem Namen String und das ist eine Funktion für einen Parser aus AutoParsec. Und dieser Parser aus AutoParsec versucht einen String zu parsen, der jetzt zufälligerweise Maus ist. Ja, kommen wir auch gleich noch zu. Aber, also, das verwenden wir in 2, 3 Folien weiter. Aber könnte man auch wahrscheinlich. Wir wollten außerdem noch diesen Konstruktor einmal vorstellen. Ich kann euch schon Fragen hören. Im Sinne von, Jonas, was macht dieser komische Spitze auf? Guard, Spitze zu, Operator. Naja, das ist der aus Alternative. Ich habe eben schon vorhin mal gesagt, dass wir eine verschiedenste Sachen parsen wollen und gucken wollen, ob das erste passt. Wenn ja, dann gut. Wenn nicht, dann versuchen wir das zweite. Wenn das klappt, dann gut. Und wenn nicht, dann nicht und so weiter. Und genau das macht dieser Operator hier. Der versucht erst, Maus zu parsen nach diesem hier. Und wenn das klappt, gut, dann gibt er es zurück. Und wenn nicht, dann versucht er Keyboard zu parsen. Und wenn es klappt, gut. Und wenn nicht, dann versucht er Monitor und so weiter. Überlegt mal, auf welchem Level ihr über solchen Code nachdenkt. Ich meine, wenn ihr jetzt das in C schreiben würdet, dann würdet ihr irgendwie sowas schreiben, okay, wenn der erste Character ein M ist, okay, then. Wenn der zweite, oder der zweite ist meistens ein O, okay. Wenn der dritte ein U ist, bla 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 bla, if then else, bla bla bla. Und das ist so ein Stück Code, was keiner lesen kann. Hier hingegen müsst ihr nur einmal wissen, was dieser Operator tut, und es ist clear as day, was hier getan wird. Und das bedeutet, dass ihr weniger Müll im Hirn haben müsst, um das ihr euch zu kümmern habt. Und das bedeutet, dass Programmieren einfacher wird. Ja? Aber. Ja? Ja. Also, wenn. Benjamin bemerkt ganz richtig, dass wenn jetzt hier das Ganze fehlschlagen würde, nur die Fehlermeldung vom Letzten übergeben würde und nicht die Fehlermeldung von den anderen. Du darfst dich natürlich frei fühlen, AutoParsec entweder zu durchforsten oder zu erweitern, um einen Combinator, also einen Parser-Combinator nennt sich das, um einen Combinator zu schreiben, der genau das tut. Das ist im Zweifelsfall auch nicht allzu schwierig. Ja, meine ich ja. Okay? Ja, also genau das haben wir gerade gesagt. Wir versuchen das erste zu matchen und wenn nicht, dann schmeißen wir es weg und versuchen das zweite und so weiter. Okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um uns einen Parser für eine Zeile zu schreiben. Und das ist ganz einfach. Wir sagen einfach, okay, Datum ist... kommt aus dem Zeitparser, dann ein Leerzeichen, IP kommt aus dem IP-Parser, okay, dann ein Leerzeichen, und dann Gerät kommt aus dem Gerät-Parser und dann fertig. Und dann können wir unsere Logzeile mit Datum, IP und Gerät aufrufen und tata. Okay, wichtig ist, das wirkt jetzt nicht groß kompliziert oder aufregend, aber das ist genau der Punkt. Stellt euch vor, das wären jetzt 10.000 mal komplexere Parser oder sowas und ihr kennt euch mit dem IP-Parser richtig gut aus, aber dieser Zeitparser ist nur Bullshit für euch. Den habt ihr noch nie wirklich angesehen, das ist total kompliziert. Irgendein Mitarbeiter von euch hat da total unverständliche Dinge getan. Ist furchtbar. Dann könnt ihr euch diese Funktion trotzdem immer noch gut angucken. Weil es abstrahiert ist, wissen wir,
Also ist es recht offensichtlich zu schreiben, was hier passiert. Es ist erst irgendwas fürs Datum, dann ein Leerzeichen, dann was für die IP, dann ein Leerzeichen und dann was für das Gerät und fertig. Und das bedeutet mehr Hirnkapazität für andere Probleme. Sehr gut. So, und wenn wir jetzt ein ganzes Log parsen wollen, da ist der Operator, dann machen wir einfach genau das, okay. Wir sagen, eine Zeile soll einfach erstmal ein Zeilenparser sein und dann ein End-of-Line. Dieser lustige spitze Klammer auf Sternoperator tut Folgendes, dass er versucht, auf beides zu matchen. Also es muss sowohl eine Zeile geparst werden können, als auch ein End-of-Line. Er schmeißt dann aber das End-of-Line einfach weg und tut nichts mehr damit, sondern er nimmt nur noch den Zeilenparser und gibt nur noch die Zeile, die er da geparst hat, zurück. Und davon machen wir einfach many. Ich meine, was würde many wohl bedeuten? Ja, wir nehmen viele davon. many parsed 0 bis ganz, ganz viele. Und da gibt es natürlich in AttoParsec auch irgendwie so einen anderen Combinator. Many 1, der parsed 1 bis ganz, ganz viele. Das ist großartig, ne? Also ist wie leicht lesbar und hübsch sowas ist. Und überhaupt gar keine Regexe, die irgendwie eine halbe Seite Bildschirm einnehmen, die niemand versteht, der nicht irgendwie einen zweiwöchigen Kurs in genau diesem Regex belegen musste. Genau. Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Dieser lustige Left Apply oder wie auch immer Operator muss beides matchen, schmeißt aber das rechte weg und gibt nur das linke zurück. Und ja, wir wollen hier halt die Zeilenenden nicht weiter verwerten. Genau, Testprogramm, main, do, nach log, lesen wir irgendeinen log.txt, dieses b. Bedeutet hier, dass wir es irgendwie als Byte-String oder sowas einlesen. Der Import fehlt jetzt hier. Aber wir lesen halt das File log.txt ein, schmeißen es in die Variable log und wenden dann unseren Parser an. Parse only nimmt einen Parser und einen Input-Text und wendet diesen Parser an und gibt dir nur das Ergebnis zu. Nicht das Ergebnis und irgendwas, was übrig bleibt. Nicht das Ergebnis und bla bla bla, nur das Ergebnis. Und das printen wir und genau so sieht das dann aus. Und das sind genau unsere Haskell-Datentypen, die wir dann elegant in unserem Programm weiterverwenden können. So, Fragen soweit. Sag nicht, das ist schon... Ah, Viertelstunde haben wir noch. Okay, Fragen? Okay. Wie funktioniert das jetzt intern? Ich erkläre jetzt nicht AttoParsec im Detail, aber... die Idee, die dahinter steht. Ich bin nicht hier, um Libraries zu erklären, das müsst ihr selber machen, aber ich bin hier, um die Konzepte im Hintergrund zu vermitteln. Okay. Parsing bedeutet, dass wir eigentlich gerne so eine Funktion hätten. Und zwar String nach unserem Datentypen A. Okay. Ja, aber eventuell ist ja nicht der ganze String mit dem Datentypen A aufgebraucht und dahinter steht noch irgendwas. Wir haben 3 IPs statt einer. Und das wissen wir eventuell vorher nicht und deswegen muss von diesem String auch irgendwie noch was übrig bleiben können, was wir dann weiter parsen. Okay, also brauchen wir irgendwie sowas. String zu einem Datentypen A, den wir geparst haben und einem String, der übrig bleibt. Kann aber auch fehlschlagen und deswegen vielleicht maybe A, falls es fehlschlägt. Aber wenn es fehlschlägt, dann hätten wir auch eigentlich ganz gerne eine Fehlermeldung, also eigentlich eher sowas. Nämlich ein String zu either String A und einem String. Der hintere String ist immer noch das, was übrig bleibt. Und der erste String im either ist einfach eine Fehlermeldung. Okay, das sieht schon besser aus. Okay, damit wir irgendwie hübsch die Do-Notation benutzen können, wie wir es gerade eben gesehen haben, kommen wir hier zu der einen Monadeninstanz dieser Vorlesung. Okay, wir brauchen, aber weil wir auf Funktionen keine Monadeninstanz schreiben können, sondern nur auf Datentypen, brauchen wir einen Datentypen für unseren Parser. Okay, machen wir uns einen Datentypen Parser. Sollen einen Datentypen A parsen, ist uns ganz egal welcher. Und dieser Datentyp Parser hat nur diese Funktion, die oben drin steht, als Dings. Okay, also, wie ihr bemerkt schon, dass das so ein bisschen an die State-Monade erinnert aus den letzten Vorlesungen. Das nicht zufällig so. Das ist in der Tat auch sehr intern sehr, sehr verzweigt, aber ich gehe jetzt nicht furchtbar lange darauf ein. Aber wie bei State auch schon, gibt uns das zwei Funktionen.
einmal Parser, den Konstruktor, das heißt, gib uns eine Funktion von String nach EtherString, RString und wir haben einen Parser. Oder RunParser, dann gib mir einen Parser und einen Eingabestring und ich gebe dir ein Ergebnis mit einem EtherString R, falls es fehlschlägt oder Erfolg hat, und einem Remainder von einem String. Und jetzt kommt das Ganze, was wir die letzten Wochen schon gemacht haben. Keine Angst, es ist nur eine Funktorinstanz. Also, wir sollen eine Funktion f auf unseren Parser, mit unserem Parser p irgendwie anwenden. Okay, das heißt, wir brauchen einen Parser, ne, Konstruktor, Klammern, richtig Klammern, und dann brauchen wir noch eine Funktion, die von einem String zu einem EtherString RString geht. Okay, also, ne, wie wir es letzte Woche auch schon hatten, machen wir uns eine Lambda-Funktion von Input nach irgendwas. Und zwar, naja, wir haben einen Parser und einen Input, ja, dann schmeißen wir doch einfach mal den Parser auf den Input. Ne, run Parser p Input, und das gibt uns einen EtherString R String zurück. Und das hier ist, also das ist das Tupel, das passt zu dem da oben. Das Result ist dieses EtherString R. Und rem für Remainder ist der String, der übrig bleibt. Und hier sieht man auch so ein bisschen, wie die Fehlerbehandlung weitergegeben wird. Es wird über einen Ether gemacht. Das heißt, da ist entweder eine Fehlermeldung drin oder einen, also left Fehlermeldung oder right dein Datentyp, den du parsen wolltest. Und genauso ist es hier. Okay, und was geben wir dann zurück? Die Funktion f, die wir hier drin haben, hat ja den Typ a nach b. Und wir wollen also einen Parser von a, also zu einem Parser von b machen. Und deswegen wenden wir einfach mal f auf das Result an und den Remainder übergeben wir. Einmal aufgepasst, warum muss ich jetzt hier fmap fresult machen und nicht einfach fresult? Ja. Genau, weil ein Ether drin steckt. genau, wir müssen die Funktion erst noch durch das Ether hochheben, aber weil Ether schon lange ein Funktor ist, müssen wir uns darüber auch keine Gedanken mehr machen. Das funktioniert einfach. Das hatten wir ja schon. Wieder mehr Gehirnplatz frei für andere Dinge. Okay, Funktorinstanz. Ja? Entschuldigung. Genau. Siehst du hier unten, fmapf auf left würde halt einfach verpuffen, weil auf left können wir nicht anwenden, nur auf right. Und der Remainder vom Parser übergeben wir trotzdem einfach. Okay. Applicative, okay. Wir wollen irgendwas in den Standardkontext heben mit pure R. Es ist wieder ein Parser, es ist wieder eine Lambda-Funktion, Input nach. Naja, wir geben einfach right diesen Datentyp, dieses Datendings zurück, was du uns reingegeben hast. Wir wollen es ja nur in den Standardkontext heben. Und wir übergeben einfach den Input komplett, weil vom Input haben wir nichts verbraucht. Wir wollten ja nur dieses Ding hier hochheben. Okay, so, jetzt Applicative etwas interessanter. Wir wollen uns eine Funktion parsen und wir wollen uns den Wert parsen und die applyen. Okay, aber erstmal wieder der gleiche Tanz wie immer. Parser Dollar Lambda Input nach. Okay, wir wollen beides parsen, also parsen wir beides. Wir sagen RunParser den PF, also den Funktionsparser hier hinten, also hier vorne, um genau zu sein, den Funktionsparser auf den Input schmeißen. Das gibt uns ein Ergebnis und einen Remainder, also irgendeinen String, der übrig bleibt. Okay, dann nehmen wir diesen String, der übrig bleibt, und den WertParser und schmeißen die zusammen. Und das gibt uns einen RA, also einen geparsten Wert, und einen Remainder 2. So, aber jetzt stimmt's doch nicht, weil was ist irgendwie was irgendwie noch schief gehen könnte? Das ist erst später. Jetzt müssen wir einfach nur noch den Funktionsparser auf den Wertparser applyen. Ja, weil wir haben hier eine Funktion gepasst und hier einen Wert gepasst, und das heißt, weil either schon ein Applicative ist, können wir einfach das, apply das machen und den Remainder vom zweiten zurückgeben. Wir wollen eine Applicative-Instanz für Parser schreiben, ja? Das heißt, pure A, soweit okay? Okay. PF ist ein Parser für eine Funktion und PA ist ein Parser für einen Wert. Richtig, ja. Also
im Sinne von eine Funktion aus Text zu parsen, ist was man nicht allzu häufig macht, aber es könnte funktionieren, weil du irgendwie eine Lambda-Funktion oder was auch immer einlesen könntest oder halt einfach einen Pure zurückgibst. Genau. Oder man hat eine Funktion reingefmappt, irgendwie sowas. Man kann an sowas kommen, ist nicht häufig, aber man kann an sowas kommen. Dann parsen wir erst mit dem kompletten Input unsere Funktion. Das gibt uns eine Funktion und einen Remainder. Wenn eine dabei ist, ansonsten schlägt es fehl. Aber wenn der da fehlschlägt, schlägt das hier unten ja auch fehl, weil dann das Supply nicht ordentlich funktioniert. Und dann haben wir einen Remainder und parsen aus dem Remainder den Datentypen. Und dann haben wir eine geparste Funktion und einen geparsten Datentypen. Und dann machen wir einfach Funktion apply Datentyp. Weil either schon ein Applicative ist, können wir das auch einfach so machen. So, ich muss mich wahrscheinlich total beeilen, was? Ha, okay. Okay, Monad-Instanz. Ich beeile mich mal nicht, weil Monad-Instanz. Wir haben letzte Woche total früh Schluss gemacht, werden wir heute ein bisschen länger. Okay, Return R machen wir wie bei jeder Monade, machen wir einfach nur Pure R. Okay, soweit so gut. So, und jetzt haben wir hier einen Parser für irgendeinen Wert und das wollen wir an eine Funktion f binden. Okay, wieder gleicher Tanz, Parser $input. Jetzt parsen wir auf dem Input einfach unseren Datentypen, den wir jetzt eigentlich an f übergeben wollen, aber was ist, wenn das Parsing fehlschlägt? Weil wir können nur die Funktion tatsächlich anwenden, wenn wir auch tatsächlich einen Datentyp von dem Typen geparst haben. Und deswegen, wenn das Parsing von dem Datentypen fehlschlägt, geben wir einen Left zurück mit der gleichen Fehlermeldung von dem Parsing des Datentypens und dem Remainder. Und wenn es funktioniert und wir tatsächlich einen Datentypen geparst kriegen, dann machen wir einfach Runparser von FA und dem Remainder. Okay. Was brauchen wir noch? Was? Ja, kommen wir gleich. Aber ja, richtig. Wir brauchen noch so langweilige Definitionen von ganz simplen Parsern, sowas wie Digit oder sowas. Das wollten wir uns einmal angucken. Wir brauchen theoretisch mit sowas sogenannte Continuations, also dass wir irgendwie Text nachliefern können. Und wir brauchen eine Standardfehlerbehandlung. Wir machen jetzt zuerst die Standardfehlerbehandlung, indem wir Alternative implementieren. Und zwar geht das so. Wir machen Instance von Alternative von unserem Parser-Datentypen. Und das bedeutet, dass wir empty und PA Alternative PB implementieren müssen. Empty ist einfach nur ein neutrales Element, damit wir hinterher einen wunderschönen Monoiden haben, weil Monoide all kinds of good stuff für uns geben. Und da sagen wir einfach nur, okay, wir nehmen irgendeinen Input und sagen left 0, also left leerer String Input und fertig. Weil empty ist einfach nur left empty. Okay. Und jetzt haben wir irgendwas PA, Alternative PB. Dann machen wir wieder Parser nach Input, also Input nach. So, und jetzt wollen wir PA parsen mit dem Input. Und wenn das funktioniert, dann geben wir einfach das Ergebnis vom PA-Parsing hier zurück mit genau dem Remainder. Und ansonsten machen wir Runparser PB-Input. Und dann geben wir das zurück. Und was auch immer das zurückgeben mag. Okay. Jetzt ein paar simple Dinge. Okay, wie machen wir einen Parser für 1? Okay, wir nehmen den Input-String und schauen, ob der Character 1 das erste Zeichen von diesem String ist. Und wenn ja, sagen wir, okay, right, das hat geklappt, wir haben eine 1 geparst, hier ist die 1 und übergeben den Rest des Strings. Und wenn das nicht geklappt hat, wenn nicht 1 das erste Zeichen vom String ist, dann sagen wir, na, ist fehlgeschlagen, no one, das ist keine 1, das ist irgendwas anderes. Und geben geben das zurück. Also geben den ganzen String zurück. Und bei 0 das gleiche, bla. So. Hä? Okay. Und bei 0 genau das gleiche. No, 0, bla. Okay. Und wie er schon vorhin gemerkt hat, haben wir jetzt eine wunderschöne kleine Funktion gebastelt, die uns Nullen und Einsen passt.
Und daraus können wir uns jetzt größere basteln. Man versteckt. Ja, genau. Das auch. Okay, wir wollen uns jetzt einen Parser für eine Binärzahl basteln, die aus Nullen und Einsen besteht. Und also irgendeine Binärzahl ist erstmal nur ein Zeichen in irgendeiner längeren Binärzahl und das ist einfach entweder 0 oder 1. Weil entweder die 0 und wenn keine 0, dann eine 1 und wenn auch keine 1, dann steckt das ganze Ding voll. Und jetzt rate, wie man ganze Binärzahlen parst. Genau, mit Many! Und diese Abstraktionslevel machen einfach Parsing in Haskell das einfachste Ding, was ihr je getan habt. Weil eine Binärzahl ist ja sowas wie 00110011110000 oder sowas. Und deswegen, der Parse Bin macht nur entweder die 0 oder die 1, aber immer nur ein Zeichen. Und Many macht einfach viele davon. Und gibt dir dann die Einsen zurück. Also, nee, ja, also er nimmt den Parse Bin und wendet ihn beliebig oft an, solange es irgendwie geht. Ja, genau. Wie auch immer du es repräsentieren willst. Wir haben es jetzt als Zahlen repräsentiert. Aber ja, man kann einen Bool draus machen. Genau. Okay. Ne? Und wenn wir das jetzt irgendwie einmal kurz testen, machen wir Run-Parser mit unserem Test-Parser auf 101001 und kriegen write die Liste 101001 und kein Remainder, weil wir das ganze Ding geparst haben. Okay, die Parsing-Bibliotheken, die es in Haskell gibt, also es gibt AutoParsec, es gibt Parsec, es gibt noch andere, funktionieren alle so nach diesem konkret. Also sie stellen ein paar Intrinsics zur Verfügung, sowas wie Digit oder Char oder irgendwas. Oder so lange Zeichen zu parsen, bis ein Stoppzeichen kommt, das man angeben kann. Irgendwie Parsezeichen bis zum ersten Guard oder sowas. Oder bis zum End of Line oder wie auch immer. Ziffern so lange, bis Non-Ziffern kommen, yada, yada, yada. Und aus diesen kleinen Parsern basteln wir uns dann mit den sogenannten Parser-Combinators größere Parser zusammen und das funktioniert einfach wunderschön. Genau, und so haben wir im Beispiel für das Log irgendwie die Teilparser für Datum, IP und Gerät genommen und die dann einfach zu einer Logzeile kombiniert, viele Logzeilen zu einem Log kombiniert und waren fertig. Okay, Fragen? Dann war's das für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit.